Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Subnautica mit mir, dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich war gerade wieder ein bisschen unterwegs, ein bisschen Material sammeln, ein bisschen essen und so und dann bin ich hier auf diese interessante Fundstelle gestoßen. Da sind ein paar Wrackteile und da wollte ich jetzt auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid und das seht. Ich habe hier nämlich eine Gepäcktasche und die nehmen wir jetzt mal mit. Ich weiß keine Ahnung, was man damit tun kann, aber ich habe eine Gepäcktasche. Was mache ich jetzt damit? Kann ich da was reintun? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sehr interessant und da ist noch eine. Nehmen wir auch mal mit. Keine Ahnung, für was man die brauchen kann. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Fragmenten und da unten ist auch eins. Das ist schön. Das ist jetzt ein Biom. Jetzt gehen wir jetzt nochmal frische Luft holen. Das da unten mit dem roten Zeug, da gibt es dann auch so nette Viecher, die einen unbedingt fressen wollen. Sandhai oder sowas in der Art. Ich könnte eigentlich mal hier ein bisschen schneller runterfahren, ne? Was habe ich denn das Teil? Batteriecharger, okay. Stimmt, das habe ich gelesen, die sind neu. Kann man dann Batterien aufladen in der Basis? Das ist auch nicht schlecht. Oder brauche ich 3 Stück davon? Oh, oh, oh. Okay, dann... Da ist so ein Hai sitzen, der da. Der ist ganz unfreundlicher Zeitgenosse. Den sollte man meiden. So, dann packen wir den Scanner mal wieder ein, dass wir ein bisschen schneller schwimmen können. Dann suchen wir halt noch ein paar Fragmente, oder? Und so ein Spatenfisch, oder wie die heißen. Spatenfisch, genau. Ist auch ganz cool. Und noch ein bisschen Salz. Wie voll bin ich denn eigentlich schon? 2 Dinger passen noch rein. Ja, ist ja nicht mehr ganz so viel. Da ist auch so ein blöder Hai da oben. Ich habe ihn gesehen. Hofft er mich nicht. Ja. So, wie viel habe ich jetzt noch? 1, okay. Mir wären jetzt noch so ein paar Fragmente. Fände ich jetzt viel lustiger. Oh, das sind der rote Fisch, der... Ja, ja, ich muss sowieso hoch. Ich habe da so ein Piranha oder sowas gesehen. Ich weiß nicht, was das genau ist. Dieses rote Ding, was da gerade durchgeschwommen ist. Auch ein ganz netter Zeitgenosse, der ihn unbedingt auffressen will. Da ist wieder so ein Schleicher. Und diese Hitzesignatur, das ist das Signal, was wir dann irgendwann mal aufgenommen haben in der letzten oder in der vorletzten Folge. So, das könnte doch hier... Oh, Modifizierungsstation. Auch nicht schlecht. 1 von 3. Also wir haben überall 3 Dinger davon. Ja gut, da haben wir schon mal 2. Brauchen wir noch 1. Damit können wir dann mal unser Messer noch ein bisschen hübscher machen. Ja, besser oder so. Hübscher vielleicht nicht unbedingt. Das weiß nicht, habe ich noch nicht. Ich habe keinen Platz mehr. Da ist eine Höhle. Ja, da will ich aber jetzt nicht unbedingt so reinschwimmen, ohne alles mit, so halt nur so mit der Hand. Ohne technisches Gerät. Ich bräuchte jetzt noch ein paar Fragmente. Das wäre eigentlich richtig, richtig cool. Ich bin gerade überlegen, ob ich nicht einfach kurz ein bisschen die Aufnahme pausiere und mal allein noch ein bisschen weiter suche und euch dann wieder dazu hole, wenn ich was gefunden habe, weil es könnte ziemlich langweilig sein. Weil das Suchen braucht halt schon seine Zeit, ne? Das ist halt immer das. Ja, Gott. Da ist aber auch momentan nichts zu sehen irgendwie. Ich sehe nichts. Wo bin denn eigentlich? Ganz schön weit weg von meiner Basis. Ah, geh weg, du blödes Tier. Tu dir nichts, okay? Tust du mir auch nichts? Das wäre nett. Da ist noch ein Fragment. Oh, da ist noch so ein blöder Hai. Ach Gott, zack. Ich hoffe, du willst nicht mich beißen. Ich will das Fragment hier. Modifizierungsstation. Ja gut, haben wir das. Gut, das können wir nämlich schnellere Schwimmflossen basteln.
Was auch nicht verkehrt ist und ein paar andere Sachen. Naja, das heißt, wir müssen erst die Station bauen, bevor wir das machen können. Aber das probieren wir jetzt mal. Schwimmen wir einfach mal zurück. Sind wir ja gleich daheim. Gleich. Und was war jetzt das vorherige Fragment, wo ich das eins? Das war so ein Bioreaktor, genau. Für mehr Strom, aber ach, der ist nicht so wichtig. Der ist auf dem Weg noch irgendwo. So ein Fragment über den Weg läuft, nehmen wir es gerne mit. Ansonsten hätte ich ja viel gerne lieber, genau. Hallo. Spreche in Deutsch, du gelernt habe. Kauf in Deutschbuch in Aldi-Tüte, ja. Was wollte ich sagen? Ich hätte ja gerne dann mal die Seemotte. Das ist also so ein Ein-Mann-Unterseeboot-Fahrzeug. Das ist ein richtig cooles Teil. Damit kommt man jetzt mal ein Stück vorwärts. Da müsste doch jetzt auch irgendwo meine Basis stehen. Da ist sie ja. Und ich glaube, wir bauen jetzt erstmal noch einen großen Schrank, wo ich so ein bisschen Zeug reinbringe, weil... Welcome aboard, Captain. Ich platze aus allen Nähten. So. So einen hier. Da brauche ich Glas dazu. Das passt doch. Glas habe ich. Nämlich recht entsinnig. Hier eins. Wenn ich denn erstmal... Genau. Tun wir mal die darüber. Und das Salz auch. So. Gebt mir das Glas. Und Dankeschön. Und dann bauen wir mal... Wo bauen wir den hin? Das packe ich denn eigentlich, Depp. Bauen wir... Bauen wir da daneben. Schmarie zu Schmarie, so nach dem Motto. Vielleicht ein bisschen gerader. Vielleicht ein bisschen... Ah, oh, das ist schon wieder... Oh, So. So stellen wir den hin. Ich muss das Zeug loswerden hier. Oh, da tun wir das Quarz rein. Nein, Kupfererz tun wir da nicht rein. Und Titan kommt noch mit rein. Kupfererz haben wir hier noch Platz, das weiß ich. Aber was mache ich jetzt mit diesen Taschen? Gepäcktasche. Ach so, ich könnte mal gucken, wenn ich jetzt... Ich habe die hier auf der 1. Hä? Die kann ich irgendwo hin... Die kann ich nur hinstellen? Für was soll denn das dann gut sein? Nein, ich will sie nicht aufnehmen. Ich stelle sie zweite Mal daneben. Rechte Maustaste, rechte. Damit kann man noch nichts machen. Aufnehmen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber total draus gebracht. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich wollte irgendwas machen. So, wir haben einen Schrank gebaut. Die Modifizierungsstation wollte ich bauen. Genau, die Modifizierungsstation. Meine Herren. Da, Modifizierungsstation müsste unterfischen. Nein, Geräte. Computerchip, Kabelsatz und zwei Titan. So, das heißt, ein Haufen Silber. Das heißt... Ich habe 3 Silber, das ist ein Computerchip und ein Kabelsatz. Oh, das ist ja echt gut, oder? Schauen wir mal schnell. Kabelsatz braucht 2, das braucht 1. Ich brauche Tischkorallen 2-mal und einen Quarz. Ich könnte den Kabelsatz schon mal bauen. Tischkorallenproben habe ich, glaube ich, nicht mehr da. Eine, ich bräuchte aber 2. Na, da müssen wir mal kurz was holen gehen. Haben wir Tischkorallenprobe. Das ist das hier nicht. Das sind diese lilanen Teile, die hier überall sind. Genau da. Eine. Hallo du, hallo. Ach, du bist schnuffig. Nehmen wir noch eine mit. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, ob ich eine oder 2 brauche. Ah, der kleine Schnuffelhase, Rochen, Hasengedöns. Der ist so süß, finde ich. So, haben wir alles? Für den Computerchip, das Quarz fehlt mir noch, okay. Quarz ist eines unserer kleinsten Probleme.
So, Computerchip. Gut, und ja. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Zwei Titan. Alles klar, zwei Titan. Auch kein Problem. So, wo baue ich dich jetzt hin? Irgendwo, wo du nicht den Weg umgehst. Wo soll da davor hin? Nee, jetzt. Nee, nee. Nee, die stellen wir hier hin. Ich stopfe den Raum gerade ziemlich voll, ich merke schon. Ah, das kann man alles wieder abbauen und wieder woanders hinstellen. So, komme ich noch an mit dem Essen. So nicht. So, ja. Gut. So. Schwimmflossen, schnelle Schwimmflossen. Silikongummi. Oder wir nehmen die Aufladedinger, die brauchen wir aber, ist glaube ich nicht so dringend. Schubkanone. Können wir noch gar nicht bauen. Ultraglide, Silikongummi, zwei Stück und die Schwimmflossen. Ich glaube, das machen wir. Da sind wir nämlich ein ganzes Eck schneller unterwegs. Und Silikongummi ist das hier, Windrankensamenbüschel. Ja. Okay. Was können wir aus unserem Messer machen? Eine Thermalklinge. Dann können wir uns das Essen gleich kochen, wenn wir es da schlagen. Das ist auch nicht schlecht. Das mache ich jetzt auch. Das schaut cool aus. So, hier. Und dann gehen wir mal ein paar Windrankensamenbüschel holen. Ich merke, dass die Nacht einbricht. Es ist gerade ziemlich finster hier. Hier. Wo ist er? Da, und jetzt ist er. Ja, wo ist er denn jetzt? Bin ich jetzt. Der Bad. Ich habe doch den gerade erwischt. Da, da kullert er da rum. Gekochter Bumerang. Nicht schlecht, ne? Nicht wegschmeißen. Essen, essen. So, gut. Und trinken brauche ich auch bald. Das heißt, ich bräuchte. Ich nehme jetzt mal ganz viele so Samenbüschel mit. Ich glaube, die brauche ich auch für dieses Desinfektionsmittel. Das ist schön, dass sie so leuchten in der Nacht, ne? Dann bauen wir uns nämlich jetzt doch schnell die Ultraglide-Dinger. Noch irgendwo eins? Nein, das leuchtet einfach so weiter. Das ist auch nett. Und dann müssen wir mal irgendwann auf die Reise gehen, schon langsam. Ich möchte mal zur Aurora rüber gucken, was sich da geändert hat. Vielleicht hat sich auch nichts geändert. Ich meine, ihr habt es noch nicht gesehen, zumindest nicht bei mir. So, jetzt nimm halt das Zeug auf, bitte, danke. Ja, alles klar. Oh, da scheint der Mond. Das ist der kleine Mond und da ist der große Mond. Das ist schon cool. Wie viel Platz habe ich denn noch? Oh, fast nichts mehr rein. Okay, dann zurück. Dann machen wir uns noch die schnellen. Ich könnte eigentlich auch hier, ne? Bisschen schneller unterwegs sein. Ich vergesse das immer wieder, das Ding. Und er zeigt so cool an, wie hier die Umgebung ausschaut. Okay. So, dann machen wir uns Silikongummi. Einen. Okay, dann ziehen wir mal die Schwimmflossen aus. Gehen hier hin und sagen, wir hätten gern zwei Silikongummis. Okay. Oh Gott. Wie viel? Ja, passt. Vielleicht sollten wir das nächste Mal vorher gucken. So. Machen wir noch einen Silikongummi. Und dann machen wir noch. Wir brauchen dringend was zum Trinken. Vielleicht mal ein bisschen mehr. Machen wir hier mal. Nein, das ist Schmierstoff. Desinfektionsmittel. Ach, das mache ich ja nicht daraus. Okay. Machen wir erstmal die Schwimmflossen. So, schnelle Schwimmflossen.
Ich habe noch eine Wasserflasche. Wow. Ja, dann ist es das nächste Mal an der Zeit, dass ich irgendwo aus Salz und... Ach ja, das sind... Seht ihr, ich schwimme das ganze Eck schneller, ne? Das ist schon richtig cool. Das finde ich richtig gut so. Eins, zwei, drei, vier. Das Messer schaut auch geil aus. Ich finde das cool. Dann machen wir uns jetzt noch schnell mal ein gescheites Wasser. So, also da brauche ich noch Salz. Mein Gott. Hirn. Eins, zwei. Nehmen wir mal zwei Salz mit. So, Desinfektionsmittel. Einmal. Zweimal. Genau, und dann Essen, Wasser, desinfiziertes Wasser. Einmal, zweimal. Okay, dann noch einen Schluck nehmen. Wo ist es hier? Das macht nämlich plus 40 aufs Wasser. Das ist um Welten besser als das, was man aus den Fischen rausholt. Ja, und dann war es das schon wieder für die Folge. Ich hoffe. Jetzt hätte ich es getrunken. Ach nee. Okay. Ich mache noch mehr Wasser dann. Während den Folgen. Genau. Ich verabschiede mich erstmal, bevor ich mich hier wieder festrede. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder zuschaust. Wenn du deinen Freunden Bescheid geben würdest, dass sie doch auch gerne mal das Video gucken. Wenn du das Video teilst, wenn du ja, mich abonnierst, einen Kommentar schreibst, einen Daumen da lässt. All das würde mir wirklich Freude bereiten. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Servus.